Dieter, wir sind wieder ganz oben auf dem Dach angekommen. Und so schön intim hier, ganz unter uns, Scholle. Ne? Also das ist, ja, ich liebe es eigentlich, ne? Das kann man wirklich sagen. Fast unser Separé hier oben auf dem Dach. Ne? Denk an die Uhrzeit, wir sind noch am Nachmittag, das heißt auch Kinder können zugucken. Wir sollten uns jetzt also nicht zu sehr wieder reinsteigern in unsere Intim-Geschichten hier. Insofern lass uns doch einfach nochmal über den HSV sprechen. Es ist für mich, gebe ich ganz ehrlich zu, so ein gefühltes Saisonende schon. Also es ist fast so, Mainz war so, ja, das war der Abschluss. Da hatte man dann endlich das Gefühl, jetzt ist alles klar. Ne? Und was ist das Gefühl? Es war ja auch so. Aber es ist irgendwie so ein Abfall, so ein innerer Abfall. Kann noch was kommen jetzt in Augsburg? Ja, für mich ist Augsburg absolut überflüssig. Da könnte man, ich habe gerade 100 Jahre Axel Springer Briefmarken gekauft, 10 Stück. Da könnte man die 3 Punkte mit nach Augsburg jagen. Also ich bin eigentlich restlos bedient von dieser Saison. Und ich hatte einen wunderschönen Saisonabschluss. Wirklich, damit könnte ich gut leben, mit einem satten 12:0 in Schönkirchen. Tolle Veranstaltung, das muss man mal sagen. Also ihr Schönkirchner, ihr habt das sensationell gemacht. Stimmte alles und viel Herz mit Leidenschaft, Engagement. Und der HSV hat auch gut gespielt, das muss man sagen. Zwar gegen einen Sechstliga-Verein, aber die Spieler haben mal wieder sowas wie Lust und ja, Freude am Fußball verspürt und haben das auch rübergebracht. Und das, damit könnte ich gut leben. Also ich muss Augsburg jetzt gar nicht mehr haben. Vielleicht kannst du das nochmal beantragen. Gut, wir haben Augsburg aber noch. Das heißt, das Spiel am Sonnabend ist dann der echte Saisonabschluss. Dort werden einige Spieler spielen, die jetzt zuletzt nicht so oft zum Einsatz gekommen sind. Fink hat sich festgelegt, hat gesagt, die Leute müssen auch dafür belohnt werden, dass sie auf der Bank eine Zeit lang ruhig waren, auch wenn es wirklich schwer ist für jeden Fußballer, lange ruhig zu sitzen. Es kommen Spieler zum Zuge, wie auch ein Per Skelbert zum Beispiel. Freust du dich nicht wenigstens darüber noch ein bisschen, dass man die noch einmal sieht, dass man noch mal so eine Art Wettkampfbedingungen mit diesen Spielern sieht in der Bundesliga? Da freue ich mich sehr drüber. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich nach einem der letzten Spiele aus dem Volksparkstadion, wollte ich gerade sagen, gegangen bin und mir lief Horst Schnurr über den Weg und der hatte in seinem Gefolge die Familie Schjelbrett und Horst sagte, also ich kann das nicht begreifen, dass du hier gar nicht spielst. Alles, was ich höre, dass du im Training gute Leistung bringst, das spricht eigentlich dagegen, dass du immer nur auf der Bank oder auf der Tribüne sitzt. Insofern freue ich mich tatsächlich, dass Schjelbrett nochmal eine Chance bekommt. Er hat ja auch schon in Schönkirchen gespielt und das konnte sich auch sehen lassen. Also der Mann, der kann durchaus was und ich hoffe, dass er das in Augsburg zeigt, weil, wenn ich da nochmal zurückblicken darf, ich habe ja im Blog geschrieben, dass Arnesen seine 4 Leute aus London, vom FC Chelsea, so als Gewinner mehr oder weniger der Saison betrachtet hat, weil sie sich weiterentwickelt haben. Von Ilicevic und von Schjelbrett hat er leider nicht gesprochen. Ich konnte ihm die Frage auch nicht mehr stellen, weil es dann nach Schönkirchen ging. Also, aber ich wäre schon mal gespannt auf seine Reaktion, was er sagen würde, wenn man sagt, so Schjelbrett und Ilicevic waren mit Abstand die teuersten Einkäufe, aber sie haben eigentlich am wenigsten gebracht. Auch in seiner Aufzählung, denn er hat sie ja nicht explizit hervorgehoben, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben, wie seine 4 Londoner. Trainer Thorsten Mink hat heute auch gesagt, er wird Urlaub machen können, das ist klar im Sommer, also er ist nicht nur unterwegs für den HSV. Er hat aber auch angedeutet, dass natürlich jetzt eine ganze Menge Arbeit auf den Verein zukommt, da man sich in der letzten Phase, wo man sich noch im Abstiegskampf befand, nicht klar sagen konnte, wo man hinsteuert. Bedeutet, einige Transfergespräche sind aufgeschoben, nicht aufgehoben, aber aufgeschoben. Wo muss der HSV denn das erste Gespräch suchen? Für welche Position? Mit welchem Spieler vielleicht sogar? Na, in erster Linie denke ich mal, der kreativen Mann im Mittelfeld, das ist das A und O für die neue Saison. Wir alle Fans und alle Experten haben so einen Mann vermisst. Den kann man auch nicht einfach nur vom Baum pflücken oder von der Teppichstange. Also da muss man schon mit Auge und auch mit ein bisschen Kleingeld unterwegs sein. Und das wird ganz, ganz, ganz schwer, so einen Mann zu finden. Ich hoffe, dass die Herren schon lange einen Mann in der Hinterhand haben, dass sie wissen, wen sie da angreifen können. Obwohl Frank Arnesen das nochmal gesagt hat, es ist unheimlich schwer. Gerade solche Leute, die wissen natürlich, dass sie begehrt sind und die wollen zu einem Verein, der international spielt. Und der HSV wird, glaube ich, in der nächsten Saison nicht international spielen. Obwohl die Euphorie in der Stadt ist ja eigentlich schon so, dass man einen Sonderantrag stellen müsste, dass der HSV vielleicht doch noch durch die Hintertür eventuell noch Europa League schafft für die
kommende Saison. Ja, über den Fairnesspreis. Zum Beispiel, das wäre ja was. Ne? Also irgendwie eine Hintertürchen müsste sich da noch zu finden sein dürfen können wollen, weil die träumen doch schon wieder alle von Europa. Ne? Klasse gerettet und jetzt wird angegriffen. Nächste Saison Platz 5, naja, schlechtenfalls Platz 6. Ne? Das ist unmöglich auch. Und unter die Top 8 soll es gehen. Ist ja etwas, was wir alle gern sehen würden. Das heißt, wir beschweren uns erstmal nicht darüber. Man kann natürlich skeptisch sein, ist klar. Man kann auch mit Sachen kritisch umgehen. Das sollten wir, das machen wir ja auch. Was glaubst du denn, was ist noch alles nötig, um tatsächlich wieder da anzugreifen? Ist es überhaupt für dich realistisch, jetzt schon darüber zu sprechen, dass man mit gewissen Veränderungen Platz 8 wieder angreifen kann? Oder beißt man sich am Ende selbst in den Hintern, wenn man solche Forderungen jetzt schon ausspricht? Nein, also ich bin ja bei Frank Arnesen. Der hat ja auch gesagt, dass die Abwehr, der Abwehrverbund, Schritte in die richtige Richtung gemacht hat. Das war deutlich erkennbar, klammert mal Hoffenheim aus. Und wenn dann ein Torwart wie René Adler kommt, von dem ich mal überzeugt war, dass er die deutsche Nummer 1 ist. Als er, ja, naja, genau. Aber ich hoffe, dass der dann so fit ist, dass er keine solche lange Anlaufphase brauchte wie Jaroslav Drobný zu Beginn dieser Saison, wo er sich doch ein paar reingeschmissen hat, weil man ihm die mangelnde Spielpraxis angemerkt hat. Wenn Adler diese Phase überspringen könnte, dann wäre ich schon dafür, wenn wir so einen Mann kriegen könnten. Und dann der Kreativmann, der Abwehrverbund steht. Und ja, vorne kommt Rudnevs und auch Beister. Und die werden, also Beister ist ja sowieso ein Mann, der so ein Gänger, der dahin geht, wo es weh tut und immer den direkten Weg zum Tor. Den Rudnevs kenne ich nicht, aber ich hoffe, dass es so ist. Weil das ist ja meine Philosophie, dass die Philosophie von Fink und Arnesen ist, einen schnellen HSV wieder auf die Beine zu stellen. Sonst hätte man sich nicht von David Jarolim und Mladen Petric trennen müssen, dann hätte man immer so weiterspielen können. Aber die haben bestimmt eine Philosophie und Arnesen hat ja auch einen Plan in der Tasche. Und wenn dann schneller nach vorne gespielt wird und im Sturm auch schnelle Leute sind, die dahin gehen, wo es weh tut, ja, dann lassen wir uns alle mal überraschen. Dann könnte es tatsächlich was werden. Einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir am Sonnabend. Da werden Markus Berg und Paulo vorne spielen. Dahinter werden einige junge Salateure, hat er schon angekündigt, dass sie spielen werden. Könnte ja so ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Saison werden. Wir beide freuen uns, glaube ich, drauf. Und wir sehen uns am Sonnabend ja alle wieder. Das heißt, wir haben am Sonnabend ja auch noch einmal Mats Up Live mit? Mit meinem Wunschkandidaten Richard Gold. Auf den wir uns alle freuen. Absolut. Also ich freue mich, dass es mir gelungen ist, ihn zu überreden. Und wir werden noch einen Gast präsentieren, den wir noch nicht hundertprozentig garantieren können, aber der gut aussieht, beziehungsweise wo es gut aussieht, dass er kommt. Er sieht auch gut aus, gut kann man auch sagen, ne? Oder? Absolut. Aber ja, das ist ja dein Wunschkandidat und dein, ja, bei mir war er schon mal Kandidat, um das nochmal zu verraten. Jetzt weiß keiner, wer es ist. Aber du wolltest ihn ja unbedingt nochmal und ich bin auch ganz auf deiner Seite. Also wirklich wahr, wir im Separé, wir sind ja wieder uns einig. Ne? Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis dann. Jawohl, tschüss.